Lego City Undercover Folge 8, Lümmel im Knast. Und spiele ich mal wieder. Das heißt, in den nächsten 3 Minuten werden wir gebeten, 60.000 Steine zu sammeln. Wie kämpfe ich? Mit welcher Taste? Mit Y. Ne, warte mal. Also mit... Ist das Y? Also die Taste links. So. Was kommt denn hier eigentlich für fiese Rabaukenmusik? Das passt doch. Roadhouse. Und nein, das heißt nicht Roundhouse, liebe Zuschauer. Denn das ist eine Anspielung auf was ganz anderes. Das wiederum war ein bisschen Roundhouse, oder? Das war ein bisschen Roundhouse, ja. Aber nur so ein bisschen. Fehlte noch der letzte Schwung. Du kannst mich hier nicht festhalten an so einem. Ja, stimmt. Die arme Sau. Mach den mal kaputt. Das ist ein Billardtisch. Den Billardtisch. Ist das, oder ist das Airhockey oder Tischtennis? Oder Roulette? Oh. Ja. Dachtest du wohl. Guck mal, hier ist Tischtennis. Da vorne. Wieso brennt da die Tonne? Ja, das ist hier Gefängnisrevolte. Man kennt das ja, die Tonnen sind das die ersten, die brennen. Ich dachte, wenn der Gefängnisrevolte ist, hau ich noch ein bisschen auf das Möbeljahr kaputt, das merkt ja dann niemand. Wolltest du undercover gehen? Stimmt, wir sind noch gar nicht irgendwie undercover. Das heißt doch undercover. Noch sind wir nicht undercover. Nicht mehr, aber noch undercover. Die Dings, musst du noch festnehmen hier. Die Dings ist undercover. Die, wie heißt sie? Die Freundin von ihm. Nee, die ist nicht undercover. Na, jetzt nicht. Nee, die ist. Die ist im Zeugenschutz. Ja, das andere undercover. Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue, der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. Okay, den Scherz verstehe ich jetzt nicht. Oh, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Na, er gibt ihm ein Stück vom Kuchen ab. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Das sagt man doch normalerweise, wenn man jemanden an seinen Machenschaften ach beteiligt. Ach so, ach so. Hätte die Schule nicht abbrechen sollen. Ja, hat er recht. Ah, jetzt sind wir undercover. So, dann tarne ich mich jetzt mal, also was meinst du mit Y gedrückt halten? Du kannst auch die Schultertaste, also die Trigger durchschalten. Boah, gefährlich. Ach guck mal, jetzt hast du ein Brecheisen und kannst dementsprechend... Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. Kann man was bauen? Ja, kannst du was bauen. So, dass ach, da gibt's dieses Gitter zwischen uns ist. Aha. Aha. Geschickt, geschickt. So, erstmal hier gucken, was es alles gibt. Da ist irgendwas mit Strom, das sieht nicht gut aus. Aber auf der anderen Seite war noch irgendwas, was du aufbrechen kannst. Hier kann man aufbrechen, ja. Ey, komm schon! Oh, guck mal, sogar Lasergitter. Das ist echt die Hölle. Ich glaube, das Schlimmste, wenn du in Deutschland im Fernsehen sitzt, hast du ja nur deutsches Fernsehen. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste. Nachmittagsprogramm. Also wenn man das gezwungenermaßen gucken müsste, da gibt's ja hier bei der Serie Black Mirror, wenigstens besser als Einzelhaft. Die von der BBC, da gibt's auch eine so eine dystopische Zukunftsvision, wo die Leute gezwungen sind, Werbung zu gucken. Wenn sie das nicht machen, weil sehen wollen, müssen sie zahlen. Also das ist ja ganz schlimm. Ja, aber die müssen halt hingucken. Also sie können nicht weggucken. Also wenn das die schlimmste Dystopie ist, die uns bevorsteht, dann... Was meint er hier? Achso, wir brauchen erst den Schlüssel.
bleibe ich ganz entspannt. Ja, hast du die Werbung da nicht gesehen? Versuch doch mal die Dinger dazu zu hauen, die da noch sind. Da ist doch was. Wie mache ich das mit dem welchen? Die ist erst rechts. Da muss ich ja wahrscheinlich in den Detektivmodus wechseln, oder? So. Ach genau, sonst geht das gar nicht. Jetzt hast du keinen UV-Strahler. Das erzähle ich meinem Anwalt. Na nü. Also ein bisschen wie früher bei Grafik-Adventures, wo man immer schon an der Grafik erkennen konnte, dass da Interaktionsobjekte sind. Hier ist auch immer so, das letzte Lego-Steinchen ist dann das Versteck. Ja. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Das sagen sie alle. Ja, wir haben ganz schön gewütet hier. So, aber kann ich das jetzt wieder aufbrechen, oder? Nö. Ja, das scheint... Nein. Warum? Du bist da runtergefallen, diesen Gang. Ich finde den Soundtrack hier für den Level geil. Der Mundharmonika. Das ist der... Ich sitze im Gefängnis, Blues. Es wäre jetzt so geil, wenn noch irgendwo einer sitzt, der die tatsächlich spielt. Kommt bestimmt noch. Hier geht's weiter. Das Büro jetzt, so. Kleine Pirouette. Au! Ich habe es falsch gemacht. Drücke A, sobald das Licht grün blinkt, drücke A erneut, um ihn zu öffnen. Aha. Ah, guck mal, da ist die Sicherheitskarte drin. Erledigt. Damit komme ich jetzt auf der anderen Seite weiter, oder? Genau. Da auf diesen Gängen laufen sie automatisch so ein bisschen gerade drauf, oder? Ich dachte es mir auch gerade, Gott sei Dank. Aber das ist ein bisschen wie bei Tomb Raider, wo es doch jetzt auch diese Balancier-Szenen gibt. Wo man gar nicht balancieren muss. Ja, du kannst da nicht runterfallen. Ja. Tut. Hä? Achso. Das ist so ein Schalter für alles. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Frank Honey ruft an. Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Aber Chase ist auch ein Netter. Wenn ich Räuber bin, hauen die mich dann nicht? Ich weiß nicht, ich probier's mal aus. Jetzt hauen wir erstmal prophylaktisch hier die eine. Ist ja nicht so unbedingt, als würden sich alle Räuber immer untereinander total verstehen. Honor among Thieves. Ich will jetzt den Mundharmonika-Spieler sehen. Ja, ich werde schon ganz melancholisch deswegen. Ich überdenke gerade mein Leben. Nee. Au her! Ja, du hast auch eindeutig die falschen. Oh! Aber der hat auch Handschellen. Du gehörst halt zur falschen Gang. Ach so. Also, du hast die falschen Hood-Colors. Was war das denn? Das? Eins von vier, was? Ach, guck mal, in der Nachbarzelle ist auch noch eins, aber da kommt man von oben scheinbar rein. Irgendwas mit Strom, da können wir nichts machen. Ein Eiswagen. Ja. Wir haben bestimmt im Knast nur so eklige Eissorten. Was wäre eine eklige Eissorte? Ich muss gerade überlegen. Irgendwas mit Nuss, alles mit Waldmeister. Oh ja, das wäre eklig. Obwohl ich diese Waldmeister-Götterspeise irgendwie mag, weil die so schön nach Chemie schmeckt. Da kommt der Ossi mehr durch. So Chemiefutter finde ich immer gut. Was passiert denn hier jetzt? Hier kommt andere Musik. Das ist hier wieder... Nee. Konnte sich nicht entscheiden. Wo sind wir denn hier jetzt? Das ist das Büro des Gefängnisdirektors. Ja, machen wir die Sachen davor kaputt? Vielleicht...
Zieh dir was, ey, komm, was bauen. Ja, ein paar. Gut. Ah, guck mal. Dann. Renn, hey. Zum Chef! Oh, der hat super schön. Ach, guck mal, der hat so einen Brief. Ein Lego-Brief? Ja. Die waren super früher. Chase, bist du drin? Ja. Der Blue. Der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Der hat ein Rodeo-Pferd in seinem Büro. Was für ein geiles Büro. Warte mal. Kann ich boah, jetzt irgendwie auch das hier runterziehen? Oh, guck dir mal die Anlage an, die der hat. Zwar nur Stereo-Sound, aber geil. So. Das ist die patentierte, so der patentierte Pümpelverschluss. Hallo? Abschließen hätte es auch getan, aber was soll's. Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Geil, die Lego-Klo-Spülung ist. Oh. Jetzt hat aber doll an die Wand geklopft. So, was ist... Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Warum hast du den Dings noch nicht ausprobiert? Den... Fass ja nicht die Platten an. Vor allem nicht meine geliebten Opern. Ja gut, den Rodeo-Bullen. So. Was muss ich jetzt machen? Den linken Stick in die Richtung der Pfeile. Es wird immer schneller. Wie scheiße haben sie sich dann da wieder reingesteckt? Hat sich ein Vorbild genommen an den ganzen anderen Open-World-Spielen? Bin echt gespannt, was sie bei Saints Row 4, wie sie das toppen wollen, den dritten. Yes! Yeah! Yeah! Er ist aber immer voll dabei, oder? Ach guck mal, schon wieder so ein Teil von so einer Polizeimarke. Aber da gibt es scheinbar pro Level tatsächlich dann vier immer, mhm, oder? Das sind für die Minispiele vermutlich. Was ist denn hinter der Couch? Jesus. Found Jesus. He was behind the couch. Hau mal die Platte auf den Plattenspieler. Warte mal, hier kann ich gerade irgendwie A drücken. Hey, wo kannst du denn da? Ah, da kannst du A drücken. Ach, ich lass nur über das Ding wieder liegen, oder? Ja. Ah, ja, genau. Mein Gott. So. Was ist da draußen los? Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Bin so gespannt, was noch alles kommt in dem Spiel. Ja. Weil bis jetzt war jede Mission irgendwie geil von den Anspielungen und. Ach, super. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Oh, geht's jetzt in die Betthöhle? Ich hab gestern Tacos gegessen. Aber er ist doch genau am richtigen Ort. Stimmt. Dachte, oh Gott, wenn er kein Papier hat. Oh, scheiße. Was ein Monster. Kannst du die Türen auch aufmachen? Ah, nee, klar, nee. Du bist ja schon ein Verbrecher. Das ist die Zelle von Rex sein. Das ist die Zelle von Rex, ich werd bescheuert.
Guck mal, sogar noch sind das eigentlich sind Films, oder? Er ist aber nicht noch da. Ein Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende Kriminelle. Interessant, versteckter Knopf. Oh. Muss bestimmt die ganzen anderen Dinge auch machen, oder? Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Würfel benutzt? Ich bin unschlagbar! Du wirst verlieren! Slow-Mo-Alarm! Jetzt in Whirlpool. Achso, da muss ich die Polizei sein. So, hast Blue du es jetzt an. Bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Geht aber trotzdem voll drauf ab. Radiosender gibt's nicht, ne? Beim Autofahren kam jetzt keine Radio. Nee. Obwohl am Anfang hier zumindest ein bekannter Song war. Genau, du brauchst die Polizei. Oh oh. Oh, Sauerei. Aha, noch ein versteckter Knopf. Dudut. Sag mal, da an der Wand hängt doch Dings, ne? Hier. Natalia oder wie sie heißt? Wie heißt sie denn? Unsere. Ach so, Natalie. Natalie, so rum. Zerhau mal ein bisschen was. Das ist für alles deine Lösung. Ach, guck mal, ich kann was bauen. Nee, das verschwindet. Doch. Bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren. Das ist ein Schlagzeug. Den zu hauen. Oh ja, ich klopf nicht nur Ganoven ab, ich hau auch ordentlich auf die Pauke. Ach, guck mal, jetzt kannst du den die Dings benutzen wie Hanteln. Beziehungsweise hier dieses. So geht wie nennt das man jetzt? Sowas denn? Eine Hantelbank halt. Hantelbank. Falsch. Falsch gedrückt, nochmal. Oh Gott, das ist genauso anstrengend wie eine Elfe. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich hasse mich. Ah. Aber es hat nicht den. Keinen geheimen Knopf offenbart. Vielleicht unterm Bett. Eine Hand. Nee, vielleicht auf dem Klo. Oder im Safe. Oder hinterm Bild. Oder da. Oder da, aber nicht. In einer Kung-Fu-Vernichtungsmaschine. Ja, da wird nichts mehr sein. Wow, gut, dass ich nicht drauf saß. Spring mal hoch. Oben geht's ja weiter. Na, hier ist doch bestimmt der letzte Knopf drin, oder? Ah, Detective-Arbeit. Boom, 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 boom. Aha! Im Schrank. Wer hätte das gedacht? Es ist natürlich ein roter Knopf. Das ist der letzte Knopf. Aber diese Suchgeschichten sind der nicht nur ein Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Moment. Das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Ja, wenn sich der Chase schon wiederholt, brauchen wir eine Pause. In der nächsten Folge dann die Wahrheit hinter dem Geheimgang. Ciao. Tschüss.